Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Hier sehen wir nochmal das 1 zu 0 von uns in der Wiederholung. Und wir starten jetzt wieder ins Spiel rein. So, jetzt haben das Ziel ist jetzt natürlich hier nachzulegen, noch vielleicht zwei, drei Tore zu machen. Ah, der kommt nicht durch, aber. So, dann geht's weiter mit der WM-Analyse. Erste Halbzeit bei Italien und Niederlande dran. Mit wem machen wir jetzt mal weiter? Und es gibt die Chance für Peru. Ganz stark vom Torwart. So, schön geklärt jetzt hier und jetzt gibt es den Angriff hier. Das muss doch das 2-0 jetzt sein hier. Nee, zu fest geschossen, schade. Also WM-Analyse. Genau, wir machen da weiter mit einem ja, Geheimfavoriten. Das werden auf jeden Fall, werden sie das schon gehandelt mit den Belgiern. Die haben wirklich eine ganz saustarke Qualifikation gespielt, souverän eine Gruppe mit Kroatien und Serbien den Gruppensieg eingefahren. Das hat in der Form keiner erwartet. Und vor allem mit so einer jungen Mannschaft noch so viel Erfolg schon zu haben, da kann man einfach nur den Hut ziehen. Mittlerweile sind sie wieder in einem kleinen Tief gegen internationale Gegner, haben sie jetzt zwei Niederlagen in Testspielen eingefahren. Ich denke, dass das aber jetzt nicht auf dem Weg zur WM irgendwelche Steine in den Weg wirft. Ich glaube, das ist nur so ein kleines Tief. Und es ist 1 zu 1. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. 1 zu 1. Peru gleicht aus. Ach, Mann. Wir wechseln mal am besten. Kann nicht sein. Wir haben die großen Chancen und kassieren dann doch wieder den Ausgleich. Jetzt hier irgendwie schnell das U1 nachlegen, damit wir in die Bahn kommen am besten. Also, die Belgier werden auf einen Geheimfavorit auf den Titel, ob sie jetzt schon so weit sind, ein Weltmeistertitel zu gewinnen, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Viel Erfahrung ist noch nicht in der Mannschaft, aber sie spielen richtig starken Fußball, das muss man anerkennen. Ja. Sie haben durchaus das Potenzial, das Halbfinale zu erreichen. Und vielleicht 1986 haben sie sogar, glaube ich, den dritten Platz erreicht. Vielleicht wäre das auch mal bei 2014 wieder das Ziel. Auf jeden Fall, das Potenzial ist da. Nur die Frage ist, ob die Erfahrung da ausreicht, um bei so einem großen Turnier zu bestehen. Das wird sich dann einfach zeigen nächstes Jahr. Wir sind in Top 1 gesetzt. Das ist schon mal richtig gut. Da können sie vielleicht auf machbare Gegner sein, aber auch auf schwere. Wird sich dann zeigen. Auslosung ja am 6. Dezember. Jetzt gibt es die Chance hier. Nee, vertändel den Ball. Da wird sich zu kompliziert einfach gemacht. Wie lange haben wir noch zu spielen? Ja, 18 Minuten knapp gespielt jetzt. Nee, er kommt nicht durch. Ja, ein 1 zu 1 gegen Peru wäre natürlich ein Rückschlag, muss man das sagen. Weil wir heute wieder die klar bessere Mannschaft waren. Ja, der Ball wollte halt einfach nicht mehr reingehen damals. Ja, WM-Analyse beendet für heute. Das wird jetzt zu so knapp noch. Morgen geht es dann mit den nächsten drei Teams weiter. Und jetzt hier irgendwie vielleicht das 2-1 machen. Nach 18 Minuten. Aber Peru ist im Ballbesitz. Soll jetzt vielleicht irgendwie den Angriff noch abschließen. Das gibt's nicht, ey. Dass wir hier nur über einen Unentschieden rauskommen. Und das war ein Foul.
Die gelbe Karte. Nee, die Flanke bringt nichts ein. Ja, vorbei. Am Ende kommen wir dann doch nur wieder über so ein unglückliches Unentschieden hinaus. Das hätte so nicht sein müssen. Schauen wir uns die Statistik an. 3 zu 9 Schüsse. 3 zu 5 Schüsse aufs Tor. Ballbesitz, ein Plus für Peru. Okay. Ach. Ist das bitter, bitte. Und da haben wir ein virtuelles FIFA WM 2006 Magazin. Mal gucken, was da so drin steht. Disziplinarpunkte. Gelb-rote Karten. Schauen wir uns die Weltrangliste mal an. Was sehen wir denn da? Ja, wir haben uns sogar um einen Platz verbessert von 8 auf 7. Schön. Ja. Und das nächste Spiel gegen Uruguay. Also wir haben und doch noch nicht Halbzeit, dann gegen Uruguay haben wir noch nicht gespielt gehabt. Ah, so sieht die Tabelle jetzt aus. Wir stehen natürlich weiterhin gut da. Das ist klar. Gucken wir mal, wie viel die anderen gespielt haben. Uruguay, Ecuador 1-1, Brasilien schlägt Bolivien, Paraguay, Venezuela 2-2, Chile, Kolumbien 0-0. Ja, das war jetzt kein Beinbruch, dieses Unentschieden. 15 Punkte, 3 Punkte Rückstand auf den ersten Platz. Es ist noch nichts zusammengebrochen, so kann man sagen. Ja. Ja, dann beenden wir das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.